Sicherheit wird in der Silvretta Arena großgeschrieben. Deshalb müssen jedes Jahr viele Revisionsarbeiten durchgeführt werden. Unter anderem standen dieses Jahr größere Revisionsarbeiten bei der Pizzval Gronda Bahn an. Seit 20. Dezember 2013 ist die Pizzval Gronda Bahn in Betrieb. Alle 6 Jahre müssen die Laufwerke zum Hersteller zur Überprüfung und Instandhaltung gebracht werden. Ende August wurden die Kabinen mit einem 90 Tonnen Telekran vor Ort wieder montiert. Der Skibetrieb in der Silvretta Arena startet am 28. November 2019.